Also in der Situation tut es mir leid, verspüre ich natürlich überhaupt kein Glück, ganz im Gegenteil, bin tief enttäuscht. Nicht darüber, dass der 1. FC Köln aufgestiegen ist, das freut mich, dass der 1. FC Köln, Glückwunsch von daher von meiner Seite aus, absolut verdient als absolut überragende Mannschaft in dieser Zweitligasaison. Von daher ziehe ich meinen Hut. Nur das Zustandekommen am heutigen Tage, das passt mir nicht. Bedingt dadurch, dass wir in der ersten Halbzeit ein ordentliches Spiel gemacht haben, defensiv gut gestanden haben. Die eine oder andere Möglichkeit, ich denke an Ricci, zu guter Passer und auch an Tasaka, nicht umsetzen konnten, aber trotzdem 1-0 in Führung gegangen sind. Das Zustandekommen tat weh, aufgrund der Tatsache, dass der 2-1-Treffer, der Elfmeter für mich, ja, schon kurios dahingehend ist, wenn wir damit anfangen, dass jeglicher Körperkontakt im 16-Meter-Raum heutzutage mit einem Elfmeter und der daraus resultierenden roten Karte verbunden ist. Können wir aufhören mit dem Fußball, dann machen wir Schach oder ähnliche Dinge. Das finde ich nicht gut. Der 1. FC Köln, wir brauchen nicht darüber zu reden, inwiefern der Sieg verdient war. Ist natürlich die bessere Mannschaft, war natürlich die bessere Mannschaft, das ist auch überhaupt keine Frage. Aber das Zustandekommen mit diesem Elfmeter hat mir persönlich leid getan, wehgetan für meine Mannschaft, die sich wirklich aufopferungsvoll versucht hat, gegen diesen übermächtigen Gegner zu stemmen. Es war toll, was wir abgeleistet haben. Mehr war nicht drin. Glückwunsch nochmal für den 1. FC Köln, für all die mit diesem Verein mitgefiebert haben. Und jetzt mit der großen Hoffnung, jetzt kommt meine Vergangenheit, ich hoffe, dass es der letzte Aufstieg des 1. FC Köln war. Alles Gute, danke.